Moin moin und Gesundheit und herzlich willkommen zurück zu Götterdämmerung. Ich will den Drachen hier bekämpfen, aber ich weiß nicht. Vielleicht mit Bogen würde es Sinn machen. Kommt er hier überhaupt durch? Der kommt hier durch, oder? Der kommt hier durch, okay. Ich hoffe, der heilt sich aber nicht. Alter. Der ist aber auch echt hart. Das ist ein schwerer Gegner, der Drache. Kann man den anderweitig irgendwie bekämpfen? Ich will das rausfinden. Vielleicht so? Ja. Okay, das waren jetzt zwei Schläge und der eine Skelett, der geht mir auf den Sack. Vor allem, ich will nicht auf den Skelett zielen, ich will auf den Drachen zielen. Das Skelett ist mir erstmal egal. Die Zielorientierung ist der Burner. Das Skelett jetzt mal. Der hat aber gedauert. Wenn ich den jetzt bekämpfe, ist der Drache alleine da. Okay, das wird gespeichert. Jetzt ist die Frage. Kann ich den vielleicht irgendwie an eine Wand drängen? Dass ich einfach drauf loshauen kann, ohne dass der irgendwie was machen kann? Oder brauche ich vielleicht Zauber oder so? So, habe ich irgendwo Schutz vor Eis? Was soll ich mit Schutz vor Eis? Klingenschaden 250 macht der. Habe ich irgendwas, was mich vor Feuer schützt? Oder warte mal, habe ich hier... Nochmal maximal Mana. Maximale Ausdauer. Kann ich so vielleicht an dem einfach vorbei? Giftung heilen? Zu schwer. Speicher nochmal. Okay, der hat mich jetzt nicht wahrgenommen. Aber... Unten ist nichts.
Ich glaube, es ist wirklich der Drache. Wir müssten, glaube ich, den Drachen bekämpfen, um an das Artefakt zu kommen. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Aber wir sind zu schwach gegen den. Warte mal. Hab ich spezielle Pfeile? Sprengpfeile? 9 Stück. Ich will's mal riskieren damit. Alter, der letzte Schuss. Alter. Ich hasse gerade den Drachen. Vor allem, warum muss da immer irgendwie so ein Schuss um die Kurve so fliegen? Was sind das denn? Vielleicht habe ich irgendwie einen Zauber oder so, das gegen den helfen könnte. Was habe ich hier? Das, was unerreichbar schien, ist also Telekinese, Tierzähmen, Eislanze. Guck mal, vielleicht bringt Eislanze was. Yo. Eislanze bringt was. Wir brauchen mehr Mana. Das ist ja ein Feuerdrache. Oder haben wir vielleicht was Besseres? Schlaf? Gruppenhypnose? Kann ich irgendwas beschwören? Blitzschlag? Krankheit übertragen? Schlösser öffnen? Nebel? Blitz beschwören? Mana kostet 200. Ja, super. Inneres Licht? Krankheit heilen? Vergiftung heilen? Böses vernichten? Inneres Licht erstrahlt und vernichtet die Diener Belias. Was wäre, wenn ich das hier benutzen würde? Nein. Funktioniert nicht, okay. Weil ich nicht genug Mana habe. 170. Doch, habe ich. Feuerball. Flammenschwert rufen. Fernheilung, Heilung, Flammenwelle. Eislatz war das, was wirklich am meisten was gegen den gebracht hat. Schnell Mana. Wo ist Mana? Mana-Trank. Ja. Ja. Nein! Oh, das war so knapp. Aber okay, das ist das, was dagegen hilft. Wir brauchen mehr Mana. Oder mehr Eislanzen. So, okay. Ich tausche die beiden mal ganz kurz. Und pack das mal hier hin. So. Nein! Ja!
Alter, was war das denn jetzt für ein Kack? Wir werden hier noch ein paar Mal drauf gehen. Na, warte mal. Was passiert, wenn ich das hier benutze? Wie viel Schaden macht das Ding? Okay, so geht's auch. Er bewegt sich zu viel. Ja! Wir können den nicht looten. Nein! Okay, wo kriege ich das Amulett? Ne, Artefakt. Entschuldigung. Ja. Das waren Ringe, keine Amulette. Ich habe. Wieso komme ich jetzt auf Amulett? Weil wir vorhin ein paar Amulette eingesammelt hatten, aber. Wofür habe ich jetzt einen Drachen bekämpft? Zu schwer. Warte mal. Hä? Okay, dann nicht. Zu schwer. Oh, eine Heilpflanze. Okay, Flammenschwert hatte dann doch am Ende gegen den Drachen geholfen. Aber wo kam der Drache eigentlich her? So, und gibt es hier vielleicht doch noch irgendwie was, was ich übersehen habe? Ich würde mich vielleicht einmal hier schlafen legen. Damit es wieder hell wird draußen. So, bis zum nächsten Morgen. Warte mal, da war noch ein Eingang. Hier gibt's aber nichts. Die Truhe ist ja auch schon leer. Es ist aber auch nichts zu erkennen, ob hier noch irgendwie irgendwas rumliegt. Hier liegt ja auch nichts mehr rum. Haben wir es vielleicht und müssen vielleicht einmal kurz mit denen dort reden, in Ardea? Damit es aktualisiert wird? So, vor allem, ich hatte auch gedacht gehabt, so, wir werden mit dem Drachen ein bisschen länger als 10 Minuten beschäftigt sein. Beziehungsweise 20 Minuten oder 15 Minuten, wenn wir die vorherige Folge, das Ende der vorherigen Folge nochmal mit einbeziehen. Habe ich wirklich mit
viel mehr Zeit quasi dafür gerechnet. Okay, da sind Orks. Freund oder Feind? Oles? Was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn hier? Wir sind hierher gekommen, um dem Krieg zu entrinnen. Warum das denn? Ihr seid doch Krieger, oder? Wir waren Krieger. Nach dem letzten Krieg haben wir erkannt, dass Gewalt sinnlos ist. Wir haben genug vom Blut vergießen und haben den Kampf abgeschworen. Verstehe. Leider hat der Kampf aber nicht uns abgeschworen. Wo wartest du denn noch? Was meinst du damit? Was meinst du damit? Wir haben gehört, dass die Paladine einige Angriffe in dieser Gegend geplant haben und wir befürchten, dass wir eins ihrer Ziele sind. Hey, kannst du uns nicht helfen? Was genau soll ich machen? Beschütz uns, wenn die Paladine hier auftauchen. Wir zahlen dir auch für jeden Angriff, den du abwehrst, etwas Gold. Und wenn du alle Angriffe zurückschlägst, bringen wir dir außerdem was über den Kampf bei. Okay. In Ordnung. Einverstanden. Jetzt ich werde dich zerschmettern. Dann kriegen wir jetzt ein Paladin-Schild. Jetzt visier mal einen an. Und nicht immer im Wechsel. Paladin-Schild. Paladin-Schwert. Und Schwert. Das war der erste Angriff. Aber es werden noch weitere folgen. Hier erstmal dein Gold. Ich werde dich töten. Töten. Ich würde gerne mal. Mich heilen, bitte. Einmal kurz Abstand halten. Nochmal kurz was essen. Nicht zu nah an mich kommen, bitte. So, speichern. Wohl, warte. Paladin-Schild, ne? Ist besser. Ja, ist besser. Das Speichern. So. Nochmal looten. Noch mehr Paladin-Schilder. Und womit denn? Wie, womit denn? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Ich brauche die Hand, die sie füttert, die Faust, die sie schlägt. Wir werden es ja sehen. Dann bleibt dir nur Schild. Eine Wahl. Wisst ihr, wie viele noch geplant sind? Ein zweiter Angriff. Wisst ihr, wie viele noch geplant sind? Bei den Paladinen kann man sich da nie sicher sein. Hier, dein Gold. Ich werde dich töten. So. Gut gemacht. So, und dennoch. Niemand stellt sich mir in den Weg. Das war der dritte Angriff. Wir sind dir wirklich sehr dankbar. Hier hast du dein Gold. Ich. Ach nö. Wie viele kommen denn noch?
Gib doch mal Ruhe. So, jetzt aber. Wie viele Paladine? Die geben auch gar keine Ruhe. Das war jetzt der vierte Angriff. Weh, die greifen jetzt noch ein fünftes Mal an. Vor allem die haben auch schon gleich kein Leben mehr. Ich schleich auch nur, um die Sachen hier einzusammeln. Elite-Krieger, Oles. Wir müssen denken, bevor wir handeln. So, der ist gleich tot. Der ist gleich tot. Der hat noch was. Das war schon der vierte Angriff. Die Paladine geben wohl nie auf. Das war schon der vierte Angriff. Die Paladine geben wohl nie auf. Ja, sie sind sehr hartnäckig. Aber ich glaube, du hast genug für uns getan. Ohne dich hätten wir diese Angriffe nie überlebt. Hier, dein Gold, wie versprochen. Außerdem kannst du bei uns jetzt was über den Kampf lernen. Aber setz diese Fähigkeiten mit Bedacht ein. Okay, was kannst du mir beibringen? Kampf unterrichten? Dazu bist du doch nicht bereit. 32. Lernt schnell, Mora. Verbliebene Lernpunkte? Gut. Moment, jetzt kostet das 10? Dazu bist du doch nicht bereit. Gut, Mora. Weiter, Mora. Okay, jetzt fehlen uns noch... Nur noch zwei Stärkepunkte. Da können wir lernen, wie wir uns regenerieren. So, jetzt will ich gucken. So, Ordensschwert. Große Waffen 2. Ist das ein Zweihänder, Ordensschwert? Aber wohl der hier ist besser, was wir haben. Speichern noch einmal. So, wo ist dieser eine Bekloppte? Die sind alle hier eigentlich bekloppt. Hier, der. Ich hab das Artefakt. Hier hast du das Artefakt. Oh, es wurde im Kampf beschädigt. Du kannst es behalten. Klar, gerne. Hildurs Halskette erhalten. So, aber was mit ihm jetzt? So, wo ist denn hier die Halskette? Also, die kann ich jetzt hier so nicht sehen. So, Hildurs Halskette habe ich zweimal? Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Wir unterhalten uns gerade. Du hast... So, Marc? Lass mich. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Artefakte ich habe, genau. Vielleicht habe ich eins.
und weiß es nicht. Also vielleicht habe ich das. Habe ich jetzt genug? Ich hoffe ja. Dann würde ich mich einmal kurz zurück nach Vanguard. Ich finde es schön, dass das mit dem Blocken manchmal einfach nicht funktionieren will. Wundertoll. Da sind noch mehr Gobbos. Sammelt das ein und das Schwert auch. Noch mehr Gobbos. Gehen mir aber auch echt auf den Sack. Da ist noch einer. Komm, du bist dann der Erste. So noch mal was schnabulieren, bevor ich mich um die da kümmerte. Aber echt, was machen die Gobbos hier? So, nochmal was essen. Und noch einmal. Echt jetzt noch mehr? Alter, das geht mir jetzt schon auf den Sack. Wirklich. Ich mache mir direkt auf den Weg nach Vanguard. Scheiß auf die Goblins. Ich hoffe, das reicht dann an Artefakten, die wir haben. Und ich weiß jetzt nicht, mit wem ich sonst noch reden müsste, um an Artefakte zu kommen, die eventuell verflucht sein könnten. Da fehlt ein Stück von der Brückentreppe. Halt! Kein Schritt weiter. Es ist nett von dir, dass du uns hilfst, aber bitte beeil dich, okay? Wir müssen dieses Artefakt finden. Was willst du? Ich soll Theodor die Artefakte der Leute aus Ardea beschaffen und sie ihm bringen. Es sollten 5 Artefakte sein, die ich abgeben muss. Okay, warte mal. Fackel, Erzrohling, Erz, Eisenerz. Wir haben 2-mal Hildurs Halskette. Könnte für die rätselhafte Krankheit verantwortlich sein.
Ein Ring von Konz. Dieser Artefakt von Konz könnte für die rätselhafte Krankheit verantwortlich sein. Goldener Ring, eine goldene Halskette, schwarzer Rober. Die seltenen Metalle oder Severins Ring. Dieser Ring gehört Severin. Er könnte mit der rätselhaften Krankheit in Verbindung stehen. Aber Ulvas Thronschlüssel, Trinkhorn. Aber was? Wir haben jetzt eins, zwei, den hier zweimal. Aber wo ist der von Dingens hier? Da fehlt einer. Den wir gekauft haben. So, von ihm, von Sindri. Ring der Ausdauer, Feuerschutzring. Wo ist sein verdammtes Artefakt, den wir gekauft haben? Was willst du? Das auch nicht. Also. Da oben ist vielleicht da oben jemand? Hier ist niemand. Wo kriege ich die 5 Artefakte? Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Naja, geht. Breitschwert. So, die Truhe auch noch plündern. Nochmal mit dem, der hier oben ist. Lauren? Lass mich in Ruhe. Hat er ein Artefakt? Na, hier oben scheint nichts zu sein. Was willst du? Gib mir deinen Artefakt. Du hast doch sicher noch... Lass mich in Ruhe. Wir reden gerade. Ich komme später wieder. Du hast noch zu tun. Kümmere dich besser um deinen Kram. Verstehe. Du hast doch sicher noch was zu tun. Kümmere dich besser um deinen Kram. Ich will das gar nicht hören. So, hat der hier vielleicht noch? Ich mach erstmal Pause. Das ist der Geh jetzt besser. Ich will keinen Ärger gerade haben. Oder da? Ich hoffe, das erledigt sich von am Leuchtturm? Hat der vielleicht noch einen? Ansonsten habe ich keine Ahnung, wo ich suchen muss.
Der ist ja nicht so groß vom Gebiet her. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Lass mich in Ruhe. Was willst du? Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen muss. Ich habe wirklich keinen Schimmer gerade. So, die Heilpflanze. Die Flammenbeere nehme ich mit. So, Wolfskraut. Ich habe was anderes gefunden. Spaßvögel. Hast du nichts zu tun? Kümmere dich besser um deinen Kram. Waffe weg. Aufhören. Ah. Sofort. Ah. Alter. Jetzt hört auch mir den Rücken zu stechen. Jetzt visier den richtigen an. Du Held. Nächstes Mal mache ich dich fertig. Hey du, was schleichst du hier rum? Nichts zu holen. Hast du nichts zu tun? Nächstes Mal mache ich dich fertig. Waffe weg. Mein Kopf. Du. So. Erstmal alle looten. Zu schwer. Den da oben bitte looten. Eckhart. Oh nein, setz dich doch. Nächstes Mal mache ich dich fertig. Was soll denn das? Nächstes Mal mache ich dich fertig. Nächstes Mal mache ich dich fertig. So, erstmal was voran. Ich habe mich für Gustav um die gekümmert. Und ich muss das Bild jetzt mal darin setzen. Kümmere dich besser. Erstmal Pause machen. Zu schwer. Okay, dann reden wir jetzt nochmal mit Gustav da oben. Seine Aufgabe haben wir erledigt. Die Sache ist erledigt. Ab jetzt wirst du deine Ruhe haben. Die Sache ist erledigt. Ab jetzt wirst du deine Ruhe haben. Vielen Dank. Hier hast du den Zauber. Dank dir ist hier endlich wieder Ruhe eingekehrt. Wahrheitszauber erhalten. Ist hier Zauberbuch? Hier? Wahrheitszauber da. Das Ziel spricht die Wahrheit. Ich dachte, der bringt mir jetzt was bei. Solvik? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Was ist los? Mein Mann, der miese Dreckskerl, hat eine Affäre, aber er will es nicht zugeben. Weißt du, mit wem er die Affäre hat? Natürlich. Ihr widerlicher Geruch klebt an ihm wie Pech. Es ist eine Frau aus Silden. Er hat sie auf seinen Reisen in einem Wirtshaus dort kennengelernt. Könntest du mir nicht helfen? Bring meinen Mann einfach dazu, die Affäre zuzugeben. Mehr will ich gar nicht.
Als Belohnung bekommst du auch ein Artefakt von mir. Ich bin ein Krieger, kein Spitzel, der irgendwelchen untreuen Ehemännern hinterher schnüffelt. Such dir jemand anders für die Sache. Bitte, hab doch Mitleid mit einer armen Frau, die von ihrem Mann hintergangen wird. Wenn du die Sache erledigst, wäre auch meiner Ehre Genüge getan. Artefakt? Ich kümmere mich drum. Na gut, ich kümmere mich drum. Oh, vielen Dank. Aber bitte tu meinem Mann nichts. Bring ihn nur dazu, die Affäre zuzugeben, ja? Okay, einverstanden. Der untreue Ehemann? Habe ich einen Zauber, um nach Sylden zu dingsen? Wer ist denn ihr Ehemann überhaupt? Nemora, Okara, Redok, Varing, Adea. Treles ist am nächsten. So. Ich bin doch richtig unterwegs, oder? Okara wäre näher gewesen. Oh. Okay, warte, dann machen wir das anders. Okara. Und dann von Okara Richtung Westen. So, gehört die Hütte schon zu Sylden, oder? Ich glaube, hier wäre keine gute Idee zu springen. Hier auch noch nicht. Hier aber. Okay, hier gibt es schon viele Hirsche. Ah, da hinten ist Sylden. Haben wir hier? Eine Möhre? Zu schwer. Okay, da kriegen wir nicht hin. So, Adea, hier der untreue Ehemann. Was Adea möchte, dass ich die Wahrheit über die Affäre ihres Mannes Roswald herausfinde. Ich musste gar nicht mal hier hin. Okay, dann speichere ich das mal hier. Hör zu, du Ratte. Du betrügst deine Frau. Ich will wissen, mit wem du diese Affäre hast. Was? Ich habe keine Affäre, ehrlich. Lüg mich nicht an, du Penner. Wer ist sie? Wo wohnt sie? Los, rede. Ich bin meiner Frau treu, wirklich, ich schwör's dir. Mach die Sache mit deinen Lügen nicht noch schlimmer. Gib's endlich zu. Ich lüge nicht, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommst, ich könnte eine Affäre haben. Deine Frau ist sich sicher. Also, ich frag dich zum letzten Mal. Mit wem hast du die Affäre? Los, rede. Wie heißt die Frau, die du triffst? Es gibt keine andere Frau. Okay, du lässt mir keine andere Wahl. Ich muss wohl diesen Zauber benutzen. Hä? Hör auf mit der Magie! Ja, verschwinde! Ich sagte, weg mit der Magie! Bis gern! Ich geb's zu, ich war untreu. Wer ist die andere Frau? Sie ist die Frau eines Wirts. Kommt sie von hier? Nein, sie ist aus Sylden. Okay, warte hier. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Isabel. So, wer ist das nochmal? Ach so, das ist, Dings. Ja, mit Isabel da ganz Mythane hat was mit ihr am Laufen. Das nimmt kein gutes Ende. Aus Schaden wird man nicht.
So. Da ist die Frau wieder. Wie heißt sie nochmal? Solvig. Er hat zugegeben, er hat eine Affäre mit der Frau des Wirts aus Silden. Er hat zugegeben. Er hat eine Affäre mit der Frau des Wirts aus Silden. Ah, ich kenne die Frau. Sie ist ein so dreckiges Miststück, dass nicht mal ein Troll sie anrühren würde. Hier ist dein Artefakt. Und jetzt geh, am besten schnell. Du willst lieber nicht sehen, was meinem Mann nun bevorsteht. Okay. Amulett der Elemente erhalten. Das ist das Artefakt. Ich dachte, ich kriege ein richtiges Artefakt. Eine dieser verfluchten Dinger. Hä, wo kriege ich dann jetzt die... Wo kriege ich dann die... Die Scheiße. Sorry, wenn ich das so sage, aber wo? Mit wem muss ich noch reden? Ich hab... Und Severin habe ich? Verstehe. Hat ein Markenartefakt? Ach, bitte sei das jetzt nicht verbuggt, dass ich jetzt... Das eine kriege ich ja nicht mehr. Obwohl ich es gekauft habe. Also von hier, Sindri, kriege ich das nicht mehr. Ich würde dann wirklich, weil ich nicht weiß, wie ich sonst weitermachen soll, würde ich einmal gerade googeln, bevor ich meine Zeit hier weiter verschwende und werde gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich habe mal nachgeschaut. Es ist jemand namens Siegfried, den ich finden muss, der hier irgendwo noch rumlungern soll, der was hat. Der soll irgendwo hier sein. Ob das mit Dingens hier verbuggt ist, weiß ich nicht. So, hier oben vielleicht? War ich schon mal hier oben? Siegfried! Alles in Ordnung? Hast du mich erschreckt? Wer bist du? Siegfried. Ich bin ein Freund und will dir helfen. Oh, ich hab dich, glaube ich, schon mal in einem Traum gesehen. Bitte tu mir nichts. Keine Angst, ich tu dir nichts. Keine Angst, ich tu dir nichts. Puh, da bin ich aber erleichtert. Als ich noch klein war, haben mich die anderen Jungs im Dorf immer verprügelt. Vielleicht kann ich dir helfen. Mirtana wird dich in Zukunft brauchen. Vielleicht kann ich dir helfen. Mirtana wird dich in Zukunft brauchen. Das ist aber nett. Mein ganzes Leben habe ich mich von den Dorfschlägern herumschubsen und auslachen lassen. Aber jetzt reicht es. Ich will Jäger werden und Wölfe jagen. Ich will mich nicht mehr von den Jungs im Dorf herumschubsen lassen. Kannst du mir ein paar zahme Wölfe besorgen, mit denen ich das Jagen üben kann? Okay. Okay, ich besorg dir ein paar Wölfe. Echt? Das ist aber nett von dir. Tierzähmen erhalten. Einen zahmen Wolf. Du hältst dich da Tier zähmen. Da haben wir ein mächtiges Problem. Ja, verschwinde von hier! Okay, wo kriege ich jetzt einen zahmen Wolf her? Wolf unter Kontrolle. Der ist... Ach, das ist ja süß. Das ist ja richtig süß. Ich müsste öfter mal Tiere zähmen oder so. Okay, Siegfried muss ich jetzt wieder finden. Aber er war der Letzte, der jetzt gefehlt hatte. So.
soweit ich weiß. So, Siegfried? Danke, mein Freund. Vielen Dank. Kann ich vielleicht auch was für dich tun? Hast du vielleicht irgendwelche Artefakte, die du mir geben kannst? Hast du vielleicht irgendwelche Artefakte, die du mir geben kannst? Klar. Hier, bitte. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Siegfrieds Halskette erhalten. So, jetzt müsste ich aber alle fünf haben, oder? Für Theodor. So hoffe ich doch. Speicher noch einmal. Ich hoffe, ich da muss den ganzen Scheiß hier jetzt nicht nochmal machen. Und so, wenn der doch fehlen sollte. Ansonsten will ich mal schauen, ob ich nicht irgendwie einen Cheat oder sowas finde. Damit ich mir den ins Inventar spawnen lassen kann. Weil den einen da haben wir ja gekauft. Für 1000 Gold. Aber den finde ich jetzt nicht im Inventar. Hier ist irgendwas am Knurren. Da ist eine Truhe. Haben wir den schon geplündert? Nee. Davon ist auch noch eine. Gibt es hier eigentlich auch einen Marvin-Mode? Hier in Götterdämmerung? Weil Gothic 1 und 2 gab es auf jeden Fall Marvin-Mode. Dass wir uns immer irgendwie was ercheaten konnten. Gothic 3 weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert. Und Götterdämmerung weiß ich erst recht nicht. Weil das ja nicht mehr von Piranha Bytes war. So, ich hoffe jetzt wirklich, ich habe alles. Auch wenn jetzt keine Musik kommt. Halt! Kein Schritt weiter. Es ist nett von dir, dass du uns hilfst, aber bitte beeil dich, okay? Wir müssen dieses Artefakt finden. Hier, das sind alle Artefakte aus der Gegend. Hier, das sind alle Artefakte aus der Gegend. Sehr gut. Vanguard steht tief in deiner Schuld. Was ist denn jetzt noch? Was ist denn jetzt noch? Mein bester Spähtrupp ist verschwunden. Wo waren deine Leute unterwegs? Wo waren deine Leute unterwegs? Zwischen Ardea und Kap Dun. Kannst du dich vielleicht mal nach ihnen umsehen? Klar. Danke, Mann. Unsere Informanten haben uns berichtet, dass der Ork Ebold einige neue Gefangene vor Kap Dun bewacht. Das könnten meine Späher sein. Dann lass uns diesem Ork doch mal eine Lektion erteilen. Nein, das geht nicht. Wir haben Lee zugesagt, dass wir uns zurückhalten, um den brüchigen Frieden mit den Orks nicht zu gefährden. Du darfst die Orks also nicht angreifen. Finde einfach heraus, ob es sich bei den Gefangenen um unsere Leute handelt. Na gut, wie du meinst. Na gut, wie du meinst. Okay, wo sind Theodors Speer? Okay, das speichere ich. Wir haben jetzt alles gemacht hier. Warte mal, eine Sache will ich hier eben gucken. Stärke 293. Hab ich irgendwas noch, was hier etwas erhöht? Ja, maximale Lebensenergie. Also sonst noch irgendwas? Jagdgeschick. So, maximale Mana. Okay.
Okay, sonst haben wir nichts. Okay, speichern und dann auf nach Abdun. So, hier. Der ist wahrscheinlich oben, oder? Also die Gefangenen werden meistens ja hier oben gelagert. Wie ist der Guss? Bernard? Gary? Tabor? Bedien mich mal, ja? Okay, Pärchen? Nee. Wo werden... Wo kommen die Gefangenen hin? Krieger. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Noch ein Krieger. Noch ein Krieger. 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 Hä? Wo muss ich suchen? Jetzt ernsthaft? Der hat doch gesagt, in Kapdun. Mach dich nützlich. Jammern, Söldner. Er ist einfach nur ein Bürger. Ein Speer. Verschwinde. Waren wir da oben schon? Ich weiß es nicht. Hier haben wir noch nicht gelootet. Nehme ich erstmal alles mit. Aber wo ist jetzt der eine Ork, den ich suche? Oder muss ich mit erstmal irgendjemanden reden? Hier mit Gakka. Was willst du, nee. Mora? Du musst weiter. Das hier hatten wir schon. Soma? Ah, du bist es. Danke nochmal, dass du mir den Hintern gerettet hast. Wenn es dich in diesem Krieg erwischt, fertige ich dir eine Rüstung für dein Begräbnis. Versprochen. Bis dann. Bring mir was über Schmieden bei. Bring mir was über das Schmieden bei. Erzwaffenschmieden? Wie schärfe ich meine Klingen? Wie schärfe ich meine Klinge? Weite, Mora. Verbliebene Lernpunkte 0. Ja, super. Warte mal, hat er hier, was zum Schärfen? Irgendwie? Irgendwo?
glaube nicht. Wo ist denn jetzt der eine Ork, den ich suche? Oder warte mal. Vanguard. Ein anderes Problem. So, einige Speer sind verschwunden, die zwischen Kapdun und Adair patrouillieren sollten. Die Männer waren unterwegs nach Kapdun und wurden nie wieder gesehen. Ich muss herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Ich denke da genauso. Okay, vielleicht muss ich einfach die Straße entlang. Oder... Nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Aber ich würde sagen, wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!